Trank, das ist sehr schön. Die werden wir in der Gruft nachher alle brauchen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und das ist die zweite Höhle, da ist wieder ein Rare Mob drin. Und zwar ein Rare Kruk. Wanderstab. Ich guck kurz, was der kann. Ach, ich kann ihn ja nicht. Ich kann ihn ja nicht benutzen. So, der greift mal kurz an hier. Was können wir denn abwerfen? Den Ast können wir abwerfen, der hat sowieso nichts. Genauso wie die Hake. Doch, ist eine Hake. Eine Hacke. Hacke, nicht eine Hake. Du sollst nicht diese komischen Items angreifen. 1 bis 2. Kannst du knicken. Braucht man nicht. So, wir haben keinen Mana mehr. Da kommt der Ram-Up auch schon. Und der kriegt jetzt erstmal die Haare versenkt. Bisschen von allem. Und da kriegen wir ziemlich viele coole Sachen. Schäbiger Kampfbogen. Dickes Leder. Steinkeule. Okay, eine Steinkeule haben wir ja schon. So, wir heilen uns nochmal. Schäbiger Kampfbogen, der macht aber, glaube ich, ziemlich viel Schaden, wenn ich mich irre. Wo ist er denn? Da. 6 bis 12. 5 bis 9. Der ist viel besser. Dann können wir den auch abwerfen. Guck mal, bei der Steinkeule. 2 bis 4. Macht auf jeden Fall nicht mehr. Wieder ablegen. Dickes Leder. Können wir nicht benutzen. Weil die Items zu beknackt sortiert sind. Dickes Leder. 10. Ist genauso viel wie bei unseres, aber unseres hat noch plus 5 Leben. Und hier liegt noch ein bisschen Gold dazwischen. Das nehmen wir natürlich mit, ist ja wohl klar. Und wir gehen mal in die Höhle, denn hier ist noch mehr. Kisten zum Beispiel. Und hier kommen auch die ersten Fallen in Kisten. Spitzhaube. Unser erster Helm, das ist wunderbar. Hier ist noch ein kleiner Gesundheitstrank, ein einfacher Lederpanzer. Macht der schon mehr? Ne, da macht der sogar noch weniger. Oder hä? Einfache Lederpanzer. Einfache Lederpanzer. Okay, das war das, was wir am Anfang auch schon hatten. Fällt mir gerade so ein. Hier sind natürlich noch keine. Das tat weh. Also wie ihr seht, der Bogen macht schon einiges mehr an Schaden. Jetzt fallen sogar schon die Lehrlinge bei 2 Schüssen um. Da waren die erste Falle. Das ist halt eine Kiste, wenn man die zerstört, kommt ein Pfeil rausgeschossen. Den kann man aber auch ausweichen, genauso wie allen anderen Geschossen eigentlich auch. Außer halt ganz später. Gibt's halt Geschosse, denen man nicht ausweichen kann. Und hier sind noch 2 Scrubs. Bläh. Zack. Ohne Lebensverlust umgebrezt hier. Und das war's auch schon in der Höhle. Mehr gibt's hier nicht. Es kann weitergehen in Richtung Stonebridge, beziehungsweise Gruft. Gruft kommt ja vorher. Und in der Gruft lernen wir auch übrigens unseren ersten Big Boss kennen. Also unseren ersten Endgegner. Und ich kann mich noch dran erinnern, der war richtig schwer. Und ich muss meine Bogenfähigkeit noch ein bisschen verbessern. Tut mir wirklich leid, weil die brauchen wir wirklich in der Gruft, die Fähigkeiten. Alles andere kann noch warten, eigentlich. Also verwandeln brauche ich zwar in der Gruft eigentlich auch, weil da sind ziemlich viele Sachen, die auch ziemlich viel wert sein könnten. Oh, ich laufe zurück. Oh mein Gott, Tesseract, du Idiot! Was mir gerade einfällt, ist doch gar nicht so dumm. Wir waren ja noch gerade im Haus drin. Da hinten steht da noch was? Ne, hier war ich schon. Aber ich war noch nicht im Haus, da muss ich noch rein. Denn da ist ein Mann, der eine Quest für uns hat. Hallo, alter Mann. I should have guessed you'd be cleaving your way to Stonebridge to find out what's got the Kruk all stirred up. If you could spare a few minutes to help an old neighbor before you go, I've a favor to ask. So, es tut mir leid, dass es auf Englisch ist. Ich werde es einfach nochmal vorlesen. Auf Deutsch natürlich. Ich hätte wissen müssen, dass ihr euch nach Stonebridge durchschlagen wollt, um herauszufinden, was die Kruk so aufgescheucht hat. Wenn ihr zuvor noch etwas Zeit für einen alten Nachbarn hättet, würde ich euch gerne um einen Gefallen bitten. Ja, und der Mann möchte, dass wir seinen Keller von Kruks befreien. Und wir dürfen dafür alles mitnehmen, was da drin ist. When I realized the Kruk were actually attacking us, I tried to get to the safety of my cellar.
but they had a little welcome party waiting for me. If you need any supplies for the long trek to Stonebridge, and wouldn't mind clearing out the remaining Krug downstairs, you can help yourself to whatever you need from my stalls. Genau. Ja, wir sollen seinen Keller von Krugs befreien, weil er es nicht mehr konnte. Er wollte sich in seinen Keller in Sicherheit bringen, aber da warteten sie schon auf ihn. Und dafür, dass wir den Keller von Krugs säubern, können wir halt alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Und hier im Keller befindet sich übrigens noch ein Rare-Krug. Der heißt irgendwie der Flatterer. Bauernkurzbogen brauchen wir nicht, das ist ein Lappenbogen. Ich habe mich übrigens auch so ein bisschen auf die Dungeons vorbereitet. Hier ist nämlich ein Mana-Trank und wenn ich das nicht da drauf stelle, dann fährt dieses Ding runter. Noch ein Wanderstab. Zack, wie man sehen kann. Und da ist schon der Elite-Mob. Branka, der Flatterer. Der kann natürlich gar nichts. Den boxen wir jetzt so richtig um, wie sich das gehört. Glaube ich. Uiuiuiuiui. Hau mal lieber auf den Branka drauf, der macht doch ein bisschen zu viel Schaden. Ach, das mit dem Heilzauber, da geht das viel einfacher, ey. Hau jetzt auf den Branka drauf. Alter Schwede, ey. Tu doch, was ich dir sage. Du willst mich verarschen, oder? Mein eigener Charakter rebelliert gegen mich. So dieses... Das heißt immer, dass wir eine Quest abgeschlossen haben. Und die haben wir jetzt auch abgeschlossen. Knüppel. Macht der Schaden? Ich guck mal kurz. 3 bis 5. Brauchen wir nicht. Ach ja, wir haben übrigens Lederhandschuhe. 2 Lederhandschuhe, 2. Okay, dasselbe. Dasselbe, nur in derselben Farbe. Das ist zerlumptes Leder, brauchen wir auch nicht. Hier sind noch ein paar Fässer. Machen wir auch alles kaputt. Natürlich ist da nichts drin und hier ist eine Wand, die wir zerstören können. Bam! Und ich sehe schon noch ein Zauber. Lebenssauger. Alles kaputt machen, was man kaputt machen kann. Hier sind nämlich viele Tränke drin. Dreh ich doch. Kleiner Gesundheitstrank. Und hier ist auch noch was drin. Hammer. Das ist derselbe, den wir haben, oder? Können wir ihn nicht aufheben. Ist das derselbe? Auch nochmal. Wir haben einen normalen Hammer. Was ist jetzt der Unterschied? Ey, Alter! Will ich die Handschuhe aufheben? Ich will den Hammer aufheben. Warum nicht? Hammer. Ich will den Hammer aufheben. Hammer. Hammer. Alter, dann sortier's doch selber! Willst du mich verarschen? Hammer. Geht doch! 7 bis 10? 5 bis 7. Gut. Also macht der Hammer mehr Schaden als der normale Hammer. Klingt ja natürlich auch logisch. Kein Hammer ist normal, außer die normalen Hämmer. So, wir bewegen uns wieder auf den Fahrstuhl, auf die Plattform und gehen wieder nach oben. Ist das schon ein interessanter Keller, muss ich sagen, für einen Bauern. Ich hätte auch gerne so einen Keller. Wobei hier sind mir persönlich zu viele Spinnenweben. Und wir gehen wieder raus, reden nochmal mit dem alten Mann, der gibt uns nämlich auch nochmal 2 Tränke. My thanks for clearing out the Krug. If they're coming after farmers in our own homes, I don't doubt you'll battle many more on your journey to Stonebridge. You'd best be on your way. Watch out for yourself, and don't worry about me. I've enough supplies in the cellar to keep me going until this blows over. Ja. Ich finde übrigens, die Synchronisation in dem Spiel finde ich übrigens sehr gut. Die ist wirklich ziemlich verständlich, wenn ich mir so ein paar andere Spiele anhöre, die auf Englisch sind. Da versteht man wirklich teilweise nicht, was die reden. Aber die hier reden wirklich klar und deutlich und durch meine Englischkenntnisse kann ich auch eigentlich gut verstehen, was die sagen. Also eigentlich muss ich die Sachen gar nicht lesen. Oh, Alex, warum? Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich würde dann sagen, tschüss, bis gleich. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Siege. Ja, in der letzten Folge sind wir hier irgendwo mittendrin stehen geblieben, weil alles angefangen hat zu laggen, wenn ich mich irre. Jetzt geht's erstmal weiter. Ich weiß immer noch nicht, woran es lag. Ich habe noch massiv Platz auf meiner Festplatte. Okay, massiv ist ein bisschen übertrieben.
Aber ich habe noch genug Platz auf meiner Festplatte und ich weiß gar nicht mehr. Sieht ziemlich verwandeln, habe ich noch gar nicht drin. Machen wir mal rein. Das sind nicht alles Plätze, die wir dann später frei haben im Inventar. Denn es geht so langsam in Richtung. Laufe ich schon wieder zurück? Nee. War ich hier schon? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Die sieht das schon verdammt, ne? Das sieht irgendwie alles nach Items aus, die ich mal liegen gelassen habe. Hallo? Hallo? Einfacher Lederpanzer. Hier war ich doch schon. Ja, hier war ich doch schon. War ich nicht schon viel weiter? Komisch. Egal, es geht erstmal weiter. Also von da. Ach, ich weiß nicht, was in der letzten Folge passiert ist. Stimmt ja. Und, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Höher! Höher! Heia! Heia! Höher! Heia! So, weiter geht's. Ja, das wird jetzt alles noch ein bisschen langweilig hier am Anfang. Wobei, eigentlich geht's ja. Also, ich habe schon langsamere Sachen gesehen. Hat er das schon wieder ausgestellt? Ich guck mal kurz in die Optionen. Ist nämlich aufgefallen. Hä? Mehr. Zerstückeln ein Blutrot. Ist ja wohl klar, ne? Das ist mir nämlich in der Aufnahme aufgefallen. Es leckt schon wieder. Warum leckt es? Meine Güte, ey. Bam. Ein stumpfer Dolch. Den brauchen wir nicht. Da kommen noch zwei Kruppspeer. Und die werden auch erstmal schön geprägt. Oh, mein Ohr juckt. Oh, mein Gott. Ah. Besser. Die Steuerung umstellen, ey. Die ganze Zeit hier auf die Pfeiltasten zu gehen, das ist ein bisschen nervig. Ah ja, genau, wir kommen jetzt an die Brücke. Stimmt ja. Wir müssen ja in Richtung Stonebridge, aber da geht es ja nicht lang. Und da kommen die ersten Wölfe. Greif doch an, Affe. Hau drauf! Hau drauf! Höher! Zentimeter vor meinem Gegner entfernt, aber ich hau einfach mal 10-mal daneben. Weil es logisch ist. Und hier liegt Geld. Nicht viel, aber Geld. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 432, das ist ziemlich wenig. Da werden wir nicht weit kommen. Was mir persönlich ehrlich gesagt gegen den Strich geht, ist, dass man in Einzelspieler keine Rasse auswählen kann. Das kann man im Multiplayer nämlich machen. Zumindest Zwerge und Turmköpfe. Damn fool, Krug. I knew they was none too bright, but today I seen everything. They torched this here bridge and then set to driving a wagon caravan across while it was still a burning. Now the only way to Stonebridge is that a ways, and that means going through the old crypts to the road beyond. You ain't gonna catch me going that way. So, ich werde jetzt einfach nochmal vorlesen, weil ich nicht weiß, ob man das überhaupt in der Aufnahme später lesen kann, weil es wirklich ziemlich klein ist, wenn ich das mal so sagen darf. Verflixte Crux, ich habe gewusst, dass sie nicht sehr schlau sind, aber jetzt haben sie es echt noch über Trupp überboten. Erst stecken sie die Brücke an und dann schicken sie ein Wagenzeug drüber, während das ganze Ding gebrannt hat. Jetzt ist der einzige Weg nach Stonebridge dort hinunter und das bedeutet, dass man nur durch die alten Grüfte zur Straße kommt. Nie im Leben gehe ich da lang. Also, da muss ich ihm allerdings zustimmen. Wer ist denn wirklich so blöde und schickt einen Wagen halt auf eine brennende Brücke, die man zuvor sogar selber angesteckt hat. Also, ich würde nicht mal generell auf eine brennende Brücke gehen. Sind die wirklich so dumm oder ist in diesen Karren vielleicht was drin, was irgendwie wichtig ist? Man kann leider nicht sehen, ob man da unten langkommt. Sieht allerdings nicht so aus. Und da kommt schon wieder ein Wolf. Komischerweise treffe ich mit dem Bogen öfter als mit dem Hammer. Was ziemlich schade und peinlich ist. Okay, da hinten ist glaube ich nichts mehr.
Heya!